Es ist gegen 8:30 am Abend in Florida, als Hurricane Milton auf Land trifft. Früher als erwartet und mit Windgeschwindigkeiten von fast 200 Kilometern pro Stunde. Kurz vorher hatte er sich abgeschwächt von der höchsten Sturmkategorie 5 auf 3. Inzwischen hat der Hurricane den Bundesstaat überquert und befindet sich über dem Atlantik. Es kam nicht so schlimm wie befürchtet und doch hat Milton Florida mit großer Wucht getroffen. Der Regen schlägt gegen die Fenster, draußen peitschen die Bäume im Wind hin und her. Einige Straßen stehen unter Wasser. Seit heute Nacht sind fast 3 Millionen Haushalte und Unternehmen ohne Strom. Gefährliche Vorboten gab es bereits gestern. Mindestens 19 Tornados, die Meteorologen zufolge ungewöhnlich heftig ausfielen. Mindestens 2 Menschen starben. Die Schäden, wie hier im Haus von Connor Farron, verheerend. Ich stand ungefähr hier, als es passierte. Meine Katze lag da drüben auf dem Schreibtisch. Ich schnappte mir die Hunde und rannte unter mein Bett. Nach einer Minute war alles vorbei. Auch das Baseballstadion in St. Petersburg konnte Milton nicht standhalten. Das Dach aus Glasfaser komplett zerfetzt. Dabei sollte es eigentlich als Notunterkunft für 10.000 Helfer dienen. Berichte über Verletzte gibt es dort bislang nicht. Unsere ZDF-Korrespondentin Claudia Bates ist für uns in Florida. Guten Morgen nach Miami. Ja, wir haben die Bilder aus der Nacht in den USA gerade gesehen. Langsam wird es ja dann morgen in Miami. Was können Sie über die aktuelle Situation sagen? Ja, Milton ist in der Nacht als Hurricane noch der Kategorie 3 an der Golfküste Floridas angelandet, in der Nähe der Stadt Sarasota, und bewegt sich jetzt als Sturm der Kategorie 1 einmal quer über Florida hinweg. Die Gegend, wo der Hurricane angelandet ist, ist einer der am dichtesten besiedelten Küstenstreifen. Und der Regen, der gefallen ist bislang, so viel Regen gibt es dort einmal in 1000 Jahren. Also riesige Wassermassen gingen da nieder. Menschen sitzen zum Teil in ihren überschwemmten Häusern fest. Es gibt bereits Meldungen von Todesopfern, denn im Hurricane entwickelten sich auch noch Tornados, die Gebäude in Schutt gelegt haben. 3 Millionen Menschen sind im Moment ohne Strom. Und jetzt, da der Sturm sich von der Golfküste wegbewegt hat, beginnen sie dort mit Sonnenaufgang zunächst mal zu verstehen, was passiert ist, wie schlimm die Schäden sind. Und die Such- und Rettungsaktionen haben begonnen. Vielen Dank für die ersten Eindrücke live aus Florida. Vielen Dank, Claudia Bates. Ja, soweit der Blick in die USA. Und wir wollen uns das Wetterphänomen genauer erklären lassen von unserer Wetterexpertin und Meteorologin Leonie Imhäuser. Hallo, Leonie. Hi. Milton hat sich jetzt an Land abgeschwächt, so wird es uns berichtet. Das hört sich so ein bisschen nach Entwarnung an, ist es aber nicht, richtig? Ja, zum Teil. Es ist nicht wirklich richtig Entwarnung, weil er ist ja als Kategorie 3 von 5 an Land getroffen. Das heißt, er schwächt sich jetzt wirklich erst über Land ab. Ihm fehlt die Energiezufuhr von unten und damit kann es aber dennoch immer noch viel regnen. Er hat ja viel Regen und viel Wasserdampf aufgenommen über dem Ozean und das regnet sich jetzt ab. Und das tut er natürlich auch noch über Land. Und wir haben es ja gerade gehört von Claudia Bates, 36 bestätigte Tornados. Und im Vorfeld gab es ordentlich Gewitter von vor Milton. Wir können es ja auf dem Satellitenfilm gerade sehen, bevor er an Land getroffen ist. Das hat auch noch mal für Zerstörung gesorgt. Und er ist mit 193 Kilometern pro Stunde an Land getroffen. Jetzt geht natürlich die Aufräumarbeiten weiter, aber er zieht jetzt auch noch weiter Richtung Ostküste, ist jetzt gerade bei Orlando und zieht dann weiter raus aufs Land. Das heißt, auf seiner Rückseite kann dann noch mal ordentlich Orkanböen und auch ordentlich Regen an die Ostküste von Florida entlang kommen. Okay, also das heißt, von Entwarnung können wir noch nicht sprechen. Noch nicht so richtig. Gestern hast du uns erklärt, dass Milton im Grunde so stark war, so stark, wie es mathematisch kaum stärker sein kann. Kannst du das noch mal erklären? Genau, also es gibt sozusagen so ein Speed Limit bei Hurrikanen, also ein mathematisch mögliches, wie schnell und wie stark sie werden können. Und das hängt ab von sehr, sehr vielen Faktoren, ist aber vor allem von der Wassertemperatur abhängig. Und Milton hat halt auf dem warmen Golf von Mexiko diese enormen Energien aufgenommen. Und wir müssen mal sehen, es ist wirklich so, dass pro Grad Wassertemperatur höher, pro 2 Grad, wir 80 Kilometer
pro Stunde mehr Windgeschwindigkeiten haben bei Hurrikan. Und wir sehen es ja, seit März 2023 ist das Wasser so warm wie noch nie. Und das heißt, wir müssen uns auf wirklich zerstörerischere Hurrikane einstellen. Und mehr und zerstörerisch. Vielen Dank, Leonie Imhäuser, Meteorologin im ZDF-Wetterteam. Vielen Dank.